Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Wir spielen diesmal Need for Speed Underground 2. Ja, und schauen wir mal. Hi, ich bin Brooke Burke. Ich spiele Rachel Teller in Need for Speed Underground 2. Im Spiel eine Rennfahrerin darzustellen, hat mir viel Spaß gemacht. Aber auf der Straße fahre ich immer vorsichtig und verantwortungsbewusst. Rennen solltet ihr wirklich nur in Underground 2 fahren. Und denkt immer daran, euch anzuschnallen und euch an die Straßenverkehrsordnung zu halten. Ja, das ist immer ein guter Tipp, würde ich sagen. So, hier kriegen wir schon mal einen ersten Einblick über die virtuelle Stadt, Bayview. Und das Spiel, spielt. Und, leider ist es hier die deutsche Version. Dadurch haben wir eine etwas andere Auswahl an Autos als in der englischen Version. Zum Beispiel konnte man in der englischen Version einen Civic am Anfang fahren. Das ist hier wie gesagt nicht der Fall. Stattdessen ist die beste Auswahl, zumindest so wie ich das sehe, in der deutschen Version der Peugeot 106. Was kann man sonst noch sagen? Achso, die Videoauflösung ist bei diesen Videosequenzen etwas begrenzt, aber ja, schauen wir mal weiter, würde ich sagen. Weil, fangen wir erstmal an. Ja, neues Profil erstellen, wir fangen ja an. Damit ihr seht, dass ich das bin, mein Name. Oder zumindest der Vorname, weil viel mehr passt da nicht rein. Ja, soll gespeichert werden. Und bevor sich hier YouTube ins Hemd macht wegen der Urheberrechte von der Musik, würde ich sagen, weg damit. Ja, bis eben habe ich die Musik mit dem Aufnahmeprogramm unterdrückt, jetzt brauche ich es nicht mehr machen. Sonst macht sich das blöd beim Autofahren, wenn man da keinen Sound hat, das wäre ja langweilig. So, dann stellen wir noch schnell die Steuerung ein, würde ich mal meinen. Also, diesen da. So, Gas geben, bremsen, hochschalten muss man auch ab und zu, runterschalten, Handbremse, NOS, Kamera, diesen da, zurückblicken, ach nee, Quatsch, zurückblicken braucht ja keiner. Rennshop betreten, Weltkarte, SMS lesen, Barrierestatistik, Wagen zurücksetzen. Nee, das ist eine blöde Idee. So, Hydraulik, Hydrauliksprung und diesen da. Okay. Puh. So, ich glaube, das war's erstmal mit den Einstellungen. Mittlerweile bin ich da schon etwas geübt drin. So oft wie ich das Spiel schon wieder neu starten musste. Ich habe ja gestern schon mal so ein paar Let's Play Videos hochgeladen. Leider habe ich da nicht an die Urheberrechte der Musik gedacht. Deswegen wurden die Videos dann in einigen Ländern gesperrt. Fand ich klasse. Die ganze Scheiße umsonst, auf Deutsch gesagt. Aber was soll's. So, also zu der Videoauflösung. Ich habe hier 1600x1200. Auf meinem 16:9 Monitor sehe ich das daher etwas gestreckt, aber was soll's. Weil die Videoauflösung eben normalerweise 800:600 ist. Ist die entsprechend auch bei diesen Videosequenzen entsprechend etwas schlechter als im Spiel selbst. Aber was soll's. Hier nochmal ein kleiner Einblick.
über die Stadt. Ja, also das ist eigentlich mein Traumauto hier in dem Spiel. Also der Skyline, der haut schon was raus. Den werde ich mir nachher irgendwann, wenn ich im fünften Stadtteil bin, aufzulegen. Weil da muss man bis zum fünften Stadtteil dazu warten. Aber was soll's. Gefällst uns. In meinem Team wäre noch ein Platz für dich frei. Eine andere Antwort als ja zählt nicht. Na, wie sieht's aus? Von der Stimme hat man ja schon gehört. Das kann nur eine Falle sein. Aber naja. Und driften kann der Typ ja. So, okay. Hier geht voll die Party ab und alle warten auf den Star. Gib Gas und komm her. Was für eine Scheißfalle. Hallo? Hallo? Ja, alles okay. Ich musste mich nur gerade um ein kleines Problem kümmern. Und was für ein Arschloch. Das Mindeste, also mit dem machen, ist Foltern. Echt jetzt. Aber hier sind wir und es geht weiter. Oder besser gesagt, wir fangen an. Ja. Ich dachte, ein Neuanfang wäre dir recht. Mach den Kopf frei, kann ich gut verstehen. Pass auf, meine Freundin Rachel wartet in Bayview auf dich. Sie leiht dir ihren Wagen. Er steht schon am Flughafen, er ist ihr größter Schatz, also Vorsicht. Viel Glück, wir sehen uns. Ja, so ist das. Also obwohl Need for Speed Underground 2 eigentlich ein recht Freiheitsspiel ist, sage ich jetzt mal, ist es doch stufenbasiert. Hey, alles klar? Ich bin Rachel, Samanthas Freundin. Hab gehört, dass deine Maschine gelandet ist. Willkommen in Bayview. Und wir starten mit Stufe 0. Sozusagen. Also, hey, falls du es nicht schon erraten hast, das, was du hier hörst, ist das Kurzmitteilungssystem, auch bekannt als SMS. Ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst, deshalb habe ich schon mal alles eingestellt. Lies dir am besten die Anleitung durch. Ja. Wirf einen Blick auf die Minikarte. Sie ist einfach zu benutzen und du solltest dich daran gewöhnen. Die Stadt ist groß, weißt du? Ich brauche meinen Wagen bald wieder, also komm bitte zum Autohändler, der auf der Minikarte markiert ist. Übrigens, das SMS-System habe ich eingestellt, nicht du. So. Yo, Rachel! Ich habe hier ein paar Renninfos für dich. So eine Truppe Loser trifft sich gerade für ein paar Rennen. Gute Chance, dein Konto ganz easy aufzubessern. Ich schicke dir die Location. Wir sehen uns. Hey Rachel, alles klar? Hab gehört, dass in Fort Union einiges los sein wird. Den genauen Ort habe ich noch nicht ausgemacht, aber du findest es schon. Meine Jungs sagen, das wäre ein einfaches Ding. Vielleicht willst du ja mitmachen. Viel Glück! Der Typ, der hat eine Stimme wie heißt er denn? Komme ich jetzt nicht auf hier, wie bei King of Queens hier, der Hauptcharakter. Ich glaube, einige werden schon wissen, wen ich meine hier. Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Wie Duck. Mann, jetzt krieg ich dich doch mal hin. Hey, Anfänger. Hab gehört, du machst in Rachels Kiste die Stadt unsicher. Willst du dir in einem Outrun ein paar Scheine verdienen? Sag einfach ja. Komm schon. Gerade.
Hey, das war Anfängerglück. Wirst du auch brauchen, wenn Rachel herausfindet, wie du ihren Wagen misshandelst. Fahr einfach woanders lang. Mit mir willst du dich sowieso nicht anlegen. Das war scheiße, aber was soll's. Im nächsten ihn kriegen. Der beste Trick hierbei ist immer möglichst dicht rankommen lassen. Aber nicht zu dicht. so um die 30 bis 60 Meter. Und dann Spur wechseln. Hey, wer hoch fliegt, fällt tief, Alter. Also genieß deinen Sieg. Ja, mache ich. Und du bist hier der heiße Hund, oder was? Na dann lass mal was sehen. Ja. Schon ist der auch erledigt. Deine Zukunft sagt mir, das wirst du niemals wieder schaffen, also genieß es. Das glaubst aber auch nur du, dass ich das nie wieder schaffen werde. So. So. Auf nach Fort Union zum versteckten Rennen, würde ich mal sagen. Hey Baby, lange nicht mehr. Hey, was ist denn das? Ach, verstehe, da will mich einer verarschen. Mir doch egal. Also, trittst du an oder was? Der Erste im Ziel sackt die Kohle ein. Na, dann machen wir doch mal, oder? Na, jetzt muss ich nicht anfangen zu laggen hier. Fährst du dich mal ein? Ey, was für ein Scheiß, echt. Mann, so weit liebe ich echt. Ich will hier einfach nur ein sauberes Rennen fahren und der hängt sich auf, oder was? Alter. Beherrscht dich. Bitte, 300 Rufpunkte, mehr kann man hier rausholen. Und zurück zum Explore-Modus. Also die Schwierigkeit, die habe ich auf Standard gelassen, ist bei diesem Spiel hier Mittel. Sobald ich erstmal... Mann, wo bleibst du? Hast du dich verfahren oder was? Du findest den Automarkt auf der Minikarte. Beeil dich und komm her, ich habe nicht die ganze Nacht Zeit.
Ja, zwei Rennen musst du nur noch überleben, oder? Ja, die Standardschwierigkeit ist in dem Spiel auf Mittel, wie gesagt. Werde ich euch nachher noch zeigen, dass die eben auf Mittel ist. Was geht, Partner? Meinst du, du kannst dir mit Rachels Karre die Welle machen? Da musst du schon mehr zu bieten haben. Also setz deine Kohle und fahr mit. Ich hab dir die Strecke auf deine Karte geladen.